neben der guten Infrastruktur der Kinderbetreuung gibt es die Niederlande noch mal als ein Beispiel, was in Europa recht alleine da steht. Da wird Teilzeitarbeit gefördert staatlich. Also die 32-Stunden-Woche ist, glaube ich, da der Standard. Das ist ein Modell, was natürlich auch eine Vereinbarkeit herstellt. Und dadurch ist natürlich auch dieses Dilemma, habe ich Kinder oder habe ich Karriere, in den Niederlanden nicht so stark. Und alles, was Vereinbarkeit herstellt, ist sicherlich eine gute Strategie, die Geburtenrate zu erhöhen. Klammer auf, solange die Leute Kinder haben wollen. Also in Deutschland oder in allen Ländern Europas, glaube ich, ist es so, dass der Wunsch nach Kindern höher ist als die tatsächliche Geburtenrate. Das muss aber nicht immer und überall so sein. Also in Deutschland ist in den letzten Jahren auch der Wunsch nach Kindern zurückgegangen. Die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war wieder so ein leichter Wiederanstieg. Aber es kann durchaus auch mal eine Situation eintreten, dass die Leute sagen, ach, mit Kinderlosigkeit bin ich ganz zufrieden. Und wenn das dann... Ist doch auch in Deutschland so, oder? Bei einem Drittel der Frauen, ja, oder 20%, meine ich, die sagen, ja, Kinder muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist ja schon ein relativ hoher Prozentsatz eigentlich. Es gibt viele, die freiwillig kinderlos bleiben, natürlich. Aber also, wie gesagt, noch gibt es genügend Paare, die eigentlich ganz gerne Kinder hätten. Und das sind also der Kinderwunsch und die Zahl, die Leute sich an Kindern wünschen, ist insgesamt noch, ich glaube, so bei 1,8 oder so. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Frage formuliert. Also wenn man nach der idealen Kinderzahl in Deutschland zum Beispiel fragt, dann kommt man sogar in die Nähe von 2. Aber wie gesagt, diese Zahl ist auch variabel. Die entwickelt sich im Laufe der Jahrzehnte auch ein Stück weit nach unten. Insofern, man muss sich als Staat natürlich auch die Frage stellen, wollen wir mehr Kinder haben, müssen wir mehr Kinder haben, wollen wir den Leuten einfach nur ermöglichen, das zu tun, was sie selber gerne möchten. Es gibt dann noch diese Idee, dass man eine Verantwortung gegenüber dem Staat hätte, Kinder zu erzeugen. Ein Professor, ein Physikprofessor, möchte ich betonen, aus Mainz, tingelt gerne auf Demografiekonferenzen und fordert, dass man das eben sanktioniert, wenn Leute kinderlos bleiben, weil die dann quasi unser Rentensystem boykottieren. Das ist eine Meinung, die auch recht verbreitet ist. Darüber muss man politisch streiten. Ich persönlich denke, man sollte sich eher an den Lebensperspektiven der Menschen selbst orientieren und ihnen das ermöglichen, was sie denn selber gerne möchten. Und wenn das dazu führen sollte, dass die Leute wenig Kinder haben und wir ein Problem haben, unsere Renten zu finanzieren, dann müssen wir das anders politisch lösen. Dann müssen wir über die Rentenfinanzierung nachdenken und nicht über die Fertilität in Deutschland.